Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei den Neuzugängen aus Januar 2022. Ja, der erste Monat ist tatsächlich schon wieder rum und wir schauen uns die 16 neuen Bücher an, die bei mir eingezogen sind. Ja, entgegen den 16 neuen Büchern stehen 13 gelesene im Januar. Dementsprechend für manche wird es ein XXL-Neuzugänge-Video sein. Für mich selbst ist es das nicht. Vor allem, wenn ich davon jetzt die Geburtstagsgeschenke abziehen würde, dann hätte ich tatsächlich mein Ziel eigentlich erreicht, dass ich mehr gelesen hätte als gekauft hätte. Aber ich habe nun mal im Januar Geburtstag und das finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Ich finde es tatsächlich eher ein bisschen traurig, wie so manch einer über Neuzugänge spricht, das ja manchmal wirklich hinstellt, wie wenn man hier, wenn man eben mehrere Bücher bei sich einziehen lässt, irgendwie ein Verbrechen begeht. So hatte ich den Eindruck in den letzten Wochen bei so dem ein oder anderen Booktuber. Ich weiß nicht, wie ihr das vielleicht als Zuschauer seht. Ich muss sagen, ja, natürlich hätte ich jetzt 30 Neuzugänge und nur 10 gelesen. Wäre das irgendwie doof, aber am Ende geht es ja gefühlt auch eigentlich gar keinen an, wie viele Bücher bei mir einziehen. Ich für mich selbst habe ja eigentlich das Ziel gefasst, mehr zu lesen als einziehen zu lassen. Ja, die Korrektur für den Januar werde ich, denke ich, in irgendeinem nächsten Monat vornehmen. Ich finde das auch gar nicht schlimm, weil ich mich über jedes Geburtstagsgeschenk gefreut habe oder auch, als ich dann eben auch Bücher von Gutscheinen oder so mir dann zulege. Das gehört eben einfach dazu und ich möchte mich da auch gar nicht rechtfertigen oder ähnlichem. Ich fand es nur sehr auffällig, wie das so in den letzten Wochen, wenn nicht gar Monaten, immer mal zum Thema wurde und ich mir denke, wieso machen denn meine Neuzugänge bei jemand anderem ein schlechtes Gefühl? Das kann ich immer so nicht ganz greifen. Die Aufteilung der Neuzugänge ist nicht ganz 50-50, aber fast. Es sind 9 haptische Bücher, die auch neben mir stehen. Es sind 6 E-Books und ein Hörbuch. Es gibt auch 2 Bücher, die bei mir eingezogen sind, die ich nicht auf dem Sub zählen werde, obwohl sie wirklich ganz, ganz neu sind und ich auch noch nicht kenne. Warum, werde ich euch erzählen. Und es wird auch ein Gewinnspiel geben von einem Buch. Die Teilnahmebedingungen findet ihr wie auch die Bücher unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Ich verlinke jetzt ja auch immer die Bücher mit einem Thalia Partnershop. Also wenn ihr euch ja, da umsehen möchtet, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mich da irgendwie unterstützt. Ist aber natürlich kein Muss. Aber ja, einfach zur Klarheit findet ihr das alles auch erklärt unten in der Infobox. Und ich denke, jetzt beginnen wir einfach mal mit dem ersten Buch. Das erste Buch war der erste Teil von Trigger von Wulf Dorn. Und zwar hat da ja Anka so geschwärmt. Und es kommt ja auch im März dann ein zweiter Teil heraus. Ich glaube, nach über 10 Jahren mindestens. Ich glaube, 8 oder 9 war der erste Teil. Und ja, wir haben das dann auch zusammen gehört, von Wulf Dorn selbst gesprochen. Es war, glaube ich, auch sein Debütroman, wenn ich mich recht entsinne. Und wir haben hier ja, in einer psychiatrischen Klinik eine Patientin, die auch über Nacht einfach irgendwie verschwindet. Und die Ärztin, die wir begleiten, ist jetzt eben auf der Suche nach dieser Frau, nach dieser Patientin und nach dem Thema, was da irgendwie eben auch passiert ist. Und man muss schon sagen, man merkt diesem Thriller ein bisschen an, dass er eben doch dann schon mehr als 10 Jahre auf dem Buckel hat, wie man so schön sagt. Ja, was ich aber nicht schlimm fand, ich fand ihn spannend, packend. Er war mir manchmal zu explizit, aber da habe ich ja in der Bücherwoche schon ein bisschen mehr erzählt. Ich freue mich auf jeden Fall auf den zweiten Teil und hoffe dann auch, dass Wulf Dorn diesen ja, wieder selbst einsprechen wird. Dann ist bei mir eingezogen das Mysterium der Tiere von Carsten Brensig, was sie denken, was sie fühlen. Da bin ich irgendwie schon immer mal drüber gestolpert und es war dann ein Geburtstagsgeschenk, was ein bisschen früher schon bei mir eingekommen ist. Ja, aber das war jetzt einfach so der Reihe nach, das wurde mir vorher schon in die Hände gedrückt und dementsprechend ja, zähle ich das trotzdem einfach als Geburtstagsgeschenk sozusagen. Vielleicht auch ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk, so ganz geeinigt haben wir uns nicht. Aber ja, das Mysterium der Tiere, was eben Tiere denken. Es geht da zum Beispiel darum, dass sich Delfine bei Namen rufen, dass Orcas in einer über 700.000 Jahre alten Kultur leben, dass Entenküken komplizierte Tests zum abstrakten Denken bestehen und dass Schnecken freiwillig Fitnessrunden drehen im Hamsterrad. Dann haben wir auch Hunde, die Unehrlichkeit bestrafen, doch dass sie dann eben auch vergeben und entschuldigen können. Und es geht dann auch um Spinnen, die wohl eine Berufswahl treffen.
Finde ich ein bisschen strange. Und es geht hier so um die Ursprünge der Geistesentwicklung bei Mensch und Tier und ja, ob wir vielleicht dann tatsächlich doch wissen wollen, was in den Köpfen unserer Haustiere oder anderen tierischen Köpfen vor sich geht. Finde ich super interessant, super spannend. Ich bin ja niemand, der daran zweifelt, dass Tiere denken, fühlen, Gedanken haben und ja, auch empathisch sind. Von daher, ja, passt das jetzt einfach wie die Faust aufs Auge zu mir und war auf jeden Fall eine gute Geschenkwahl. Und dann ist auch bei mir eingezogen als E-Book der zweite Teil von Evelyn Jones, nämlich The Bewitching of Evelyn Jones von Phil Hicks, ist bei mir auch im Englischen eingezogen, gab es bei, ja, leider in diesem Fall Amazon für 2,99, wenn ich mich nicht täusche. Leider war tatsächlich das englische E-Book bei allen anderen Formaten über doppelt so teuer. Und da muss ich schon sagen, das finde ich ein bisschen schade. Ja, es gibt bei englischen Büchern keine Preisbindung, aber 2,99 zu, ich glaube, ja, waren es 6,99, 6,49. Das ist natürlich schon was, wo ich denke, ja, ja, aber gut, ich, ihr, bei euch steht das natürlich vollkommen frei, wie ihr, wo ihr es dann kaufen, bestellen oder dann auch lesen würdet. Ich kann ja hier mein Tablet nutzen für das Format und ich war ja vom ersten Teil Evelyn Jones so begeistert und angetan. Jetzt kommt hier die Sonne, knallig rein, aber ich glaube, das wird uns nicht stören. Und wir haben hier ein junges Mädchen, das ja eine gewisse Zeit im ersten Teil zumindest bei ihrer Tante verbracht hat. Und da ging etwas Gruseliges vor. Und ja, dementsprechend wird jetzt eben auch der zweite Teil gelesen. Wenn ihr das Video seht, habe ich den zweiten Band wahrscheinlich schon gelesen, denn ich beginne ihn heute, weil ich mir ja vorgenommen habe, pro Monat ja ein englisches Buch zu lesen. Und ich mache das jetzt ganz knapp. Also heute ist bei mir Sonntag, der 30. Und ich möchte das Buch jetzt heute und morgen dann lesen. Und ich glaube, es hat ein bisschen was um die 230, 240 Seiten im Englischen. Das ist auf jeden Fall an einem Sonntag mit ein bisschen Montag machbar. Freue ich mich schon sehr drauf. Werdet ihr dann wahrscheinlich in der nächsten Bücherwoche, also nicht diese, sondern nächste Bücherwoche, ein bisschen was dazu auch hören. Dann sind zwei Bücher bei mir über Tauschticket eingezogen. Das waren Empfehlungen von Adriana Popescu in ihrer Vlogmas, die sie gemacht hat. Zum einen ist Deine Juliet bei mir eingezogen von Mary Ann Schaffer und Annie Barrows. Ein Buch, das eigentlich ein Thema hat, soweit ich mich entsinne, nein, es ist glaube ich das andere Buch, was im Zweiten Weltkrieg spielt, denn wir sind hier im Club der Freunde von Dichtung und Kartoffelschalenauflauf und Adriana hat so geschwärmt. Wir sind in London Ende der 40er Jahre und wir haben eine Schriftstellerin Juliet, die einen ungewöhnlichen Brief erhält. Und dieser Brief ist von Dorsey, ein Bauer von der Kanalinsel, der antiquariatisch ein Buch erworben hat, das zuvor wohl ihr gehört hat. Und zwischen den beiden entspinnt sich dann eben ein Briefwechsel und so erfährt dann eben auch Juliet von der Gruppe auf dieser Kanalinsel Freunde und Dichtung und Kartoffelschalenauflauf. Und ja, dass es da eben diese Insel von den Bewohnern gegründet wurde und besonders eben auch in der schweren Kriegszeit haben die eben zusammengehalten und sich eben auch geholfen. Und umso mehr sie dann eben davon erfährt, umso mehr zieht sie es dann am Ende auch dorthin und wird dann wahrscheinlich auch auf dieser Kanalinsel mal unterwegs sein. Und Adriana hat so wunderbare Worte für dieses Buch gefunden, dass sie, glaube ich, auch im englischen Original gelesen hat. Und ich habe es dann eben auf die Wunschliste gepackt und als ich dann bei Tauschticket mal wieder ein paar Tickets hatte und es gefunden habe, ja, habe ich mir es geholt und freue mich da schon sehr aufs Entdecken. Das Lesezeichen war im Übrigen bei der Lieferung sozusagen von Tauschticket mit dabei. Das fand ich ganz niedlich und ja, eine Eule passt auf jeden Fall gut. Ich packe, wie gesagt, auch das Video. Ich gucke, dass ich herausfinde, welches der Vlogmas-Videos es war. Ich versuche das unten reinzupacken. Auch das zweite Buch, bei dem habe ich im Moment auch innegehalten, ob das was für mich ist, aber es klingt tatsächlich doch richtig gut. Eine Liebe über dem Meer. Der Titel ist schon so fast ein bisschen drüber, aber gut, schauen wir darüber hinweg. Von Jessica Brockmole war, wie gesagt, auch eine Empfehlung von Adriana. Und es geht hier um Tragik, Liebe und Poesie. Und es ist wohl eine Liebeserklärung an das geschriebene Wort. Wir sind auf der Isle of Skye 1912 und eines Tages erhält die schottische Schriftstellerin einen Brief aus Amerika. Und der Absender ist ein junger Mann, der ihre Gedichte sehr bewundert. Und obwohl der Ozean zwischen diesen beiden liegt, beginnt eben eine tiefe Liebe. Und dann kommt eben auch der Weltkrieg dazwischen und der führt sie dann wohl auch zusammen. Und dann passieren eben auch verschiedenste Dinge und dann kommt eben diese Geschichte dieser schicksalshaften Liebe ans Licht. Und ja, das Problem bei mir ist natürlich immer so, der Zweite Weltkrieg und alles drumherum ist
nicht mehr mein Thema. Aber Adriana hat mich tatsächlich hier mit ihren Worten sehr, sehr begeistert. Und deswegen, ja, mit allem hin und her habe ich es mir mal auf die Wunschliste gesetzt und dann eben auch bei Tauschticket gefunden und war da sehr, sehr happy, als das bei mir eingezogen ist. Das nächste E-Book, was bei mir eingezogen ist, ist von Deborah Horvath, ist Soulbird, der erste Band einer Dilogie und ist die Magie der Seele. Der zweite Band ist bereits für März angekündigt und hier hat auch das E-Book 2,99 € gekostet, was einfach, ja, da musste ich dann natürlich einfach zugreifen. Es geht hier um Alice Wyndham, die seit ihrer Kindheit von Albträumen geprägt ist und deren Bedeutung aber sie nicht so richtig entschlüsseln konnte. Doch dann eines Tages steht der geheimnisvolle und attraktive Crowley vor ihrer Tür und Unglaubliches eröffnet sich ihr. Denn Alice hat eine uralte und sehr seltene Gabe. Sie sieht Nachtschwalben, wundersames Wesen, die die Seele eines Menschen hüten. Und ein mächtiger Feind ist ihr auf den Fersen, um eben dann ihre Kräfte für sich zu nutzen. Und in letzter Sekunde kann aber Alice mit Crowleys Hilfe fliehen. Und dann verfolgt sie ihn in ein verborgenes, paralleles London voller Zauber und Gefahren, um dann eben auch mehr zu ihrer Fähigkeit zu erlernen. Und das klang super spannend. Ja, der attraktive, dunkle Fremde, das ist nicht immer mein Thema. Das könnte auch so zum Problem werden. Aber mich hat das mit diesem parallelen London natürlich ein bisschen an V.I. Schwab erinnert oder auch an Casa Dim, wo man dann eben in so eine Parallelwelt kommt, wo eben nochmal ganz eigene Regeln herrschen. Und das fand ich so, so spannend. Zudem war natürlich der E-Book-Preis wirklich unschlagbar. Und dann eben auch der Gedanke, dass es im März direkt schon weitergeht. Und ich glaube, wenn da der erste Band gut und schön ist, jetzt reflektiere ich mich selbst irgendwie an die Idee, das sieht ja sehr strange aus. Ich hoffe, dass das in der Kamera mit der Sonne einigermaßen geht. Ich freue mich drauf und bin da sehr gespannt, was mich erwartet. Dann habe ich von Lars Simon ja ein Buch gelesen in diesem Monat. Das Buch, das Antiquariat der Träume, das Antiquariat der irgendwas. Und mir hat dieses Buch ja ganz gut gefallen. Und dann habe ich gesehen, dass von Lars Simon eine ja eher Kinder-Jugendbuchreihe erschienen ist. Zumindest habe ich mir das jetzt so vorgestellt. Und zwar Lennart Malmquist und der ziemlich seltsame Mops des Buri Bolmen. Da mir der Schreibstil von Lars Simon eben so gefallen hatte, dachte ich, gucke ich mir mal diese Reihe genauer an. Denn Hunde können nicht sprechen, doch der Mops kratzt sich gleichgültig am Ohr und dann fragt er ganz klar und deutlich, ach, ist das so? Und es ist wohl eine Trilogie, wenn ich das richtig gesehen habe, richtig. Und es ist eine humorvolle Mischung aus Fantasy und Krimi mit skurrilen und schrulligen Figuren. Und für mich macht es vom Cover schon auch so ein bisschen einen jüngeren Eindruck. Jetzt war ich kein Kinderbuch, aber definitiv jünger. Und der Lennart Malmquist, der führt ein ganz normales Leben in Göteborg. Und doch das ändert sich dann recht schnell, als er den ungeliebten Mob seines Nachbarn hütet und der dann mit ihm eben auch zu sprechen beginnt. Und so hält dann eben die Magie in seinem Leben Einzug und dabei hatte er damit gar nichts am Hut. Als dann aber doch dunkle Mächte drohen, erkennt er recht schnell, dass der ein oder andere Zaubertrick ganz spannend sein kann. Und mich hat das super angesprochen und da mir Lars Simon eben auch mit dem anderen Buch so gut gefallen hatte, dachte ich, gebe ich dieser Reihe eine Chance. Auch bei Tauschticket ergattert, also da habe ich wirklich Glück, gerade mit älteren Büchern, dass ich da immer mal das finde, was ich gerade so ein bisschen suche. Und so hatte ich auch hier ein bisschen Glück. Der zweite Teil rund um Aurora von Jay Kristoff und Amy Kaufman ist bei mir eingezogen, nämlich Aurora entflammt. Ist der zweite Teil der Trilogie, der dritte ist jetzt auch schon noch für dieses Jahr angekündigt und ich habe den ersten Teil sehr, sehr gefeiert. War für mich wirklich ein Highlight in der Jugend-Science-Fiction. Es war innovativ, es war spannend, es war humorvoll, es hatte auch gute, ernste Stellen, die so ein bisschen tiefgreifender waren, die auch wichtige Themen gerade im Jugendbuchsektor angesprochen haben. Es war nicht zu technisch, es war Science-Fiction im Weltraum, wie ich es tatsächlich sehr liebe, was so ein bisschen lockerer ist, leichter ist, wo Gegebenheiten eben auch einfach so sind, wie sie sind. Und ich
Ja, freue mich jetzt drauf, dieses E-Book zu entdecken. Der erste Teil steht ja hier als echtes Buch. Ja, ich habe einfach nicht den Platz, um immer alle Reihen komplett irgendwie im Regal zu stellen, muss ich auch einfach sagen. Dementsprechend ist jetzt das zweite Buch als E-Book bei mir eingezogen, auch dankenswerterweise über NetGalley als Rezensionsexemplar. Das hat mich sehr, sehr gefreut und ich freue mich da jetzt sehr, sehr aufs Lesen, weil mich der erste Teil einfach so von den unterschiedlichen Charakteren, von der Art des Erzählens wirklich begeistert hat und ja, zu dem anderen Buch oder zu dem nächsten Buch, zu dem wir kommen, auf das hatte ich mich ja, sehr, sehr, sehr gefreut. Matt Haig und ja, der fürsorgliche Mr. Cave. Ein Buch, das es heute auch zu gewinnen gibt. Also ihr habt die Möglichkeit, mein Exemplar zu gewinnen, denn es ist einfach zu schade, es hier vergammeln zu lassen oder was auch immer. Und ich möchte jedem, der Lust hat auf dieses Buch, trotz meiner doch etwas kritischeren Worte, die es in meiner Bücherwoche gegeben hat, die Chance geben, diese Geschichte selbst zu entdecken. Alle Teilnahmebedingungen findet ihr unten in der Infobox. Schaut da also dann gerne mal vorbei, wenn ihr es gewinnen wollt. Das Gewinnspiel wird jetzt eine Woche laufen. Und ja, Matt Haig und ich haben ja seit der Mitternachtsbibliothek so ein bisschen ein kleines Problem miteinander, wobei mir ja dann The Comfort Book, das ja glaube ich auch irgendwo hier steht, tatsächlich mir ganz gut gefallen hat und auch Ich und die Menschen ist ja mein absolutes Highlight. Ich mochte auch Das mit der Zeit richtig, richtig gerne. Ich mochte jetzt auch Ein Junge namens Weihnacht, da möchte ich diese Weihnachten auch mit dem zweiten und vielleicht dritten Teil weitermachen. Aber der fürsorgliche Mr. Cave geht in eine Richtung und in eine Stimmung, die einfach nichts für mich ist. Und ja, ich fand es sehr schwierig. Also wir haben hier eben Mr. Cave, der einen Antiquitätenladen hat, der schon sehr viele Menschen in seinem Leben verloren hat. Nur noch seine Tochter ist ihm geblieben und die ist 14 oder 15, fängt so natürlich ein bisschen in ihrer Pubertät das Rebellieren an. Und er möchte sie aber unbedingt vor allem auf dieser Welt beschützen und steckt sie im Grunde in so eine Art goldenen Käfig. Und das Buch ist in der Briefform, also in der Ich-Perspektive geschrieben, wo er eben Dinge erklärt, wo er Dinge sagt, auch so in Bezug dann auf die Familie. Er hat ein bisschen Unterstützung von seiner Schwiegermutter und ja, erzählt uns hier so diese Geschichte von einem Vater, der eben durch die Trauer einen ganz anderen Blick auf seine Welt und eben auch auf seine Tochter bekommt. Und ach, ich fand das sehr schwierig. Also ich möchte ja gar nicht in den Neuzugängen zu viel erzählen. Leider wieder eine Geschichte, die ähnlich wie die Mitternachtsbibliothek nicht so richtig meins war, wo ich mich auch einfach frage, was will mir Matt Haig eigentlich damit sagen? Was will mir der Verlag mit diesem Buch eigentlich sagen? Dennoch, wenn ihr Lust habt, euch nicht abschrecken lasst durch meine Kritik, macht gerne beim Gewinnspiel mit und ja, dann könnt ihr das Buch gewinnen. Ist auch so in einem sehr guten Zustand, also es ist von mir wirklich nur einmal gelesen worden. Ich glaube, nur das Lesebändchen wurde ein bisschen von meinem Kater gekürzt, also das ist leider ein bisschen kurz geworden, aber ja, das ist, wenn der Kater dran rumknabbert, muss ich es irgendwann abschneiden. Aber das sollte, glaube ich, nicht das Problem sein, aber ja, sonst ist es in einem sehr guten Zustand oder in einem guten Zustand. Also wer es gewinnen möchte, der kann meine Ausgabe da gewinnen. Guckt einfach in die Infobox. Dann ist von Hazel Prior bei mir eingezogen Miss Veronica und das Wunder der Pinguine. Und ich bin über dieses Buch einige Male auf Instagram gestolpert und dann habe ich es auch bei ein, zwei Booktubern gesehen, zumindest bei den Neuzugängen. Und es ist wohl ein Bestseller aus Großbritannien über das Leben, die Liebe und die Rettung der Pinguine. Und ich bin ein großer Fan von Pinguinen. Und wir treffen hier auf die 86-jährige Veronica, die eben entfremdet von ihrer Familie in einem großen Anwesen an der schottischen Küste wohnt. Doch in letzter Zeit fragt sich die rüstige alte Dame oft, was sie noch mit ihrem Leben anfangen kann und vor allem auch mit ihrem Vermögen. Und als sie eines Abends in einer Sendung im Fernsehen eben ja, einen Bericht sieht über eine Kolonie bedrohter Adelie-Pinguine, so. Und da geht, also in der Arktis wohnen die, da merkt sie, wie schnell sie davon beeindruckt wurde und sie fasst einen tollkühnen Plan. Sie will den Pinguinen in der Antarktis einen Besuch abstatten und ja, sie soll so ein bisschen abgebracht werden von dieser Idee. Das lässt sie aber nicht zu und so begleitet sie ein Forscherteam und quartiert sich damit ein. Und ja, es soll witzig, bittersüß und einfach originell sein und es soll eine lebensbejahende Geschichte sein, also wahrscheinlich ganz anders als Mr. Cave, aber
Ja, ich freue mich drauf. Ich finde das schön, diese Idee, dass eben eine alte Frau, das ist man, denke ich, einfach mit 86 beschließt, nochmal irgendwas aus ihrem Leben zu machen, dem Leben einen Sinn zu geben, dem Vermögen einen Sinn zu geben. Ich meine, was möchte man tatsächlich mehr? Also wäre ich vermögend, würde mein Geld definitiv auch in den Tierschutz gehen. Und ich glaube, da kann man wirklich mit Geld tatsächlich auch ganz viel machen. Nicht alles, keine Frage. Aber ich glaube, da kann man das Geld auf jeden Fall auch gut angebracht. Und dementsprechend freue ich mich hier auf einen lustigen, humorvollen Roman und bin da super, super gespannt. Dann ist tatsächlich mein Geburtstag eingetreten und ich habe zwei Bücher an meinem Geburtstag ausgepackt. Zum einen von Joey Kelly, Hysterie des Körpers. Ich bin jetzt ja nicht der größte Kelly-Family-Fan, aber alle Charaktere für sich, egal ob es Michael Patrick ist, Patricia ist oder dann eben auch Joey Kelly, sind ja, oder auch Maite Kelly, haben natürlich sehr spannende Geschichten zu erzählen über ihr Leben, sei es bei der Kelly-Family, sei es das davor, sei es das danach. Und Joey Kelly ist ja bekannt für all die Dinge, die er mit seinem Körper tut, egal ob das Marathons sind, ob das Extremläufe sind, ob das keine Ahnung für Sachen sind. Und in diesem Buch geht es eben darum, dass er zu Fuß von Wilhelmshaven zur Zugspitze läuft. Und die Zugspitze ist ja 2962 Meter hoch. Und er schlägt sich hier durch die Wildnis Deutschlands. Er übernachtet draußen unter einer Plane, trinkt und isst nur, was die Natur ihm zu bieten hat und marschiert pro Tag im Schnitt mehr als einen Marathon. Und jemand, der nach gut 10 Kilometern denkt, ja, jetzt nicht mehr so viel, finde ich das wirklich beneidenswert. Es geht hier dann auch um das Wetter, um die Einsamkeit, die eben sein stetiger Begleiter ist und es ist der Lauf seines Lebens mit knapp 3 Wochen und 900 Kilometern. In 3 Wochen, 900, das ist wirklich Wahnsinn. Und da freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf. Ich mochte ja auch seinen Beitrag in dem Weltwachbuch, was ich im letzten Jahr ja wirklich gelesen habe und sehr mochte. Ich mag es, wenn er bei Weltwach als Abenteurer sozusagen auch erzählt. Und ich finde das super spannend und bin sehr gespannt, was er hier in diesem Büchlein niedergeschrieben hat. Dann auch zum Geburtstag ist Überwintern bei mir eingezogen von Catherine May. Ein Buch, das ich auch des Öfteren irgendwie auf Instagram gesehen habe und einfach dachte, das passt irgendwie zu mir. Und meine liebe Freundin auch meinte, ja Steffi, das passt zu dir. Es ist der New York Times Bestseller und hier geht es eben darum, dass wir uns unsere Krisen, unsere Winter eben nicht aussuchen können, aber wie wir damit umgehen, also wie wir überwintern. Es ist ein wunderbares Buch über die heilsame Kraft des Innehalten und es soll eine einfühlsame Erkundung der dunklen Jahreszeiten des Lebens und des Lichts des Frühlings sein, das schließlich immer wieder darauf folgt. Und es ist eine großartige Erinnerung daran, dass wir alle uns gleichermaßen unfertig fühlen. Und das klingt wirklich richtig, richtig toll. Und das hat mich sehr, sehr angesprochen. Ich glaube, gerade in unseren Zeiten, wo immer mal doch irgendwie Dinge auf Eis liegen, passt das sehr, sehr gut. Und ich freue mich da sehr drauf, das zu entdecken. Ist definitiv ein Buch, was ich mir jetzt für Februar, März noch vorgenommen habe, wenn wir eben noch in dieser Innehaltezeit sind. Vielleicht tatsächlich noch eher im Februar, weil im März könnte es, wenn es gut läuft, ja schon rauswärts gehen und der Frühling kommen. Also ich freue mich da drauf und finde wirklich, dass das perfekt passt. Dann ist bei mir ein Thriller eingezogen, zum Geburtstag, und zwar Im Visier des Mörders von Sharon Bolton. Auch wenn ich nicht immer so in extremer Thriller-Stimmung bin, ist es schön, dann doch irgendwie eine kleine Auswahl von Thrillern zu haben, wenn die Stimmung zuschlägt. Eigentlich müsste sie tot sein, wie die 11 anderen, doch sie hat überlebt und sie kann niemanden mehr trauen. Und Sharon Bolton soll ein Ausnahmetalent im Thema Thriller sein, zwar schlicht, aber brillant. Und wir haben hier eine friedliche Morgenstimmung über der Moorlandschaft des Northumberland National Park. Es gibt 12 Menschen, die eine prachtvolle Aussicht genießen mit einem Ausflug mit einem Heißluftballon. Und dann später müssen aber dann eben einen Mord, der auf dem Boden passiert, mit ansehen. Und wenige Stunden später sind 11 der Ballonfahrer tot. Nur eine Frau hat den Absturz offensichtlich überlebt. Und sie wird von der Polizei gesucht. Doch noch jemand hat großes Interesse daran, sie zu finden, denn sie hat das Gesicht des Mörders gesehen. Klingt auf jeden Fall super, super spannend. Bin ich sehr gespannt, sehr neugierig und freue mich da aufs Lesen. Und wenn man jetzt mal die Geburtstagsgeschenke tatsächlich abziehen würde, dann wäre ich tatsächlich unter den 13 gelesenen Büchern. Ja, ich möchte das nur mal so ganz kurz ein bisschen festhalten. Dann ist bei mir eingezogen der zweite Teil zur Stormdancer-Reihe von Jay Kristoff, nämlich Kinslayer,
auch schon jetzt ja, per heute sozusagen gelesen. Und ich muss echt sagen, diese Reihe ist einfach großartig. Der erste Teil steht hier oben mit diesem schönen roten Buchschnitt. Auch der zweite Teil wäre in dieser schönen Fassung sozusagen erhältlich gewesen. Aber auch hier habe ich mich dafür entschieden, ihn als E-Book einziehen zu lassen. Einfach weil, ja, der Platz ist einfach nicht vorhanden. Und ja, ich muss da ein bisschen, ja, öfter mal den Verstand sozusagen gewinnen lassen. Ja, es ist natürlich jetzt schwierig, was zu einem zweiten Band zu sagen. Wir sind hier in einem ja eher japanischen, asiatischen Setting. Wir haben Yukiko, die beim ersten Teil unterwegs war, den Donnertiger für ihren Shogun zu finden. Dabei bemerkt sie eine ganz besondere Gabe in sich und merkt auch, dass die Welt nicht so ist, wie sie scheint. Als sie dann eben auch den Donnertiger finden und einiges andere auf dem Schiff passiert, merkt sie recht schnell, dass sie hier eine gewisse Rolle auch einnehmen muss. Und die Geschichte führt sich eben im zweiten Teil weiter. Es ist atmosphärisch, es ist grandios, es ist episch, es ist von den Worten her einfach perfekt, ein Wahnsinns-Worldbuilding, tolle Charaktere, tiefgründig, ergreifend, mitnehmend. Ich habe im zweiten Teil die ein oder andere Träne verdrückt und bin so, so gespannt, wo der dritte Teil hingeht. Der ist auch irgendwann jetzt schon für dieses Jahr angekündigt, ich glaube irgendwann im Herbst. Und da freue ich mich definitiv auch drauf. In der nächsten Bücherwoche werdet ihr meine ausführliche Meinung zum zweiten Teil hören. Also schaut da am Samstag gerne vorbei. Ein großartiges Buch, die ganze Reihe. Also wer auch gerade dieses asiatische Setting mag und auch den Humor von Jay Christoph mag und auch so ein bisschen ja diese Brutalität in dieser Fantasy, die schon sehr wumm ist und einschlägt. Nicht häufig, aber wenn, dann ist sie wirklich da und man denkt sich, oh Gott. Ja, auf jeden Fall großartig, war auch wirklich ein Highlight für mich. Dann ist als Rezensionsexemplar bei mir eingezogen Kleine Wunder um Mitternacht von Kaigo Higashino. Das habe ich bei Jenny von Letters and Life gesehen und war so, so gespannt und neugierig, dass ich es beim Verlag angefragt habe und es auch dankenswerterweise zur Verfügung gestellt bekommen habe. Mich zieht es ja immer mal in die ja, asiatische Romanrichtung und hier haben wir drei Einbrecher, die eine Nacht lang untertauchen müssen und ein verlassener Laden dient dann eben als Unterschlupf, bis ein alter Mann, der mit Briefen das Schicksal der Menschen zum Guten wendet, auftaucht. Und es ist ja der Roman des japanischen Bestseller-Autors. Und die drei Einbrecher tauchen eben unter und finden aber keine so richtig Ruhe in ihrem Unterschlupf, müssen da aber bis zum Morgengrauen warten. Und dann landet aber eben ein Brief unter der Tür des Ladens bei ihnen. Und obwohl eigentlich niemand zu sehen ist. Und dann ja, beginnt für die drei eine unglaubliche Geschichte, die eine Nacht lang das Leben unzähliger Menschen verändern wird. Und es ist aber auch rückblickend eine Geschichte, die eben schon vor 30 Jahren begonnen hat. Und ich bin da so, so gespannt. Das klang so toll, wie Jenny davon geschwärmt hat. Und ich ja, musste es mir dann eben auch einfach besorgen und bin so, so gespannt auf diese Geschichte. Dann das letzte echte Buch, was jetzt dann auch auf dem Sub zählt. Das habe ich mir eigentlich von einem Thalia-Gutschein besorgen wollen. Hatte den Gutschein dann aber zu Hause liegen lassen, wie es manchmal so ist. Habe dann aber Payback-Punkte genutzt, die ich zum Glück in großer Zahl hatte. Und habe mir einen langen Buchwunsch erfüllt. Nämlich Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd von Charlie McCavey. Ja. Ein Buch, das, glaube ich, seit 2020 oft auf BookTube zu sehen ist. Es gibt einige, die immer wieder davon schwärmen, die das einfach auf ihrem Tisch liegen haben, immer wieder die Weisheiten daraus sich heraussuchen. Es ist von der Haptik super, super schön. Es ist definitiv ein Buch, was ich als echtes Buch auch haben wollte, auch definitiv empfehlen würde. Und ja, wir haben hier eben verschiedenste Grafiken mit enthalten, die natürlich in dieser Form einfach am meisten Spaß machen. Und ich bin so, so, so gespannt, was mich in diesem Buch erwartet. Es ist ein wundervolles Kunstwerk und ein wundervoller Blick ins menschliche Herz. Die Welt, in der ich leben muss, ist unsere, aber die Welt, in der ich gern leben würde, ist die, die Charlie McCassey erschaffen hat. Das sagt Elizabeth Gilbert. Und dann haben wir noch, die Welt braucht Charlie McCasseys Arbeit gerade jetzt ganz besonders.
Ich freue mich, dass dieses Wunschbuch jetzt bei mir eingezogen ist und ich bin super gespannt darauf und freue mich. Und ich finde es von der Haptik also wirklich wunderschön. Und da macht dann ein Preis, ich glaube, von 22 Euro auch absolut Sinn. Und einfach, weil es so ein bisschen special ist. Und da freue ich mich aufs Lesen. Also man hat hier auch so ein Roségold, das sieht man wahrscheinlich gar nicht. Aber super, super schön. Ja, das waren sie jetzt, die 16 regulären Bücher. Ich habe jetzt noch zwei Bücher neben mir liegen, die bei mir eingezogen sind, die ich aber nicht auf dem Sub zähle. Und warum, erkläre ich euch, wenn ich sie euch zeige. Und zwar zum einen ist es einmal ein Bildband und zwar Die Wüsten Afrikas von Michael Martin. Das habe ich bei uns auf dem Wertstoffhof gefunden, als wir Kartonagen und so verschafft haben. Und da ist so eine kleine Kiste, wo eben man auch gute Bücher abgeben kann. Und da habe ich einfach dieses Riesending gesehen und dachte, Mensch, von Michael Martin, den ich ja auch super gerne bei Weltwach lausche, ist das eben ein Bildband über die verschiedensten Wüsten Afrikas. Ich kenne von ihm, glaube ich, da geht es explizit um die ganzen Wüsten auf der Welt. Ich glaube, da waren wir auch noch weltweit weiter unterwegs. Und hier sind wir aber sowohl in der Sahara als auch im Rift Valley, in der Kalahari und auch in der Namib. Und es sind wunderschöne Fotografien mit dabei. Und ich bin ja ein großer, großer Fan von Wüsten, auch wenn ich selbst nur mit 2, 3 Schritten mal in der Sahara stand. Und kann ich diese Faszination so, so gut verstehen. Es ist ein einzigartiger Bildband, der zum ersten Mal alle Wüsten Afrikas aufzeigt. Es ist sogar noch eine CD dahinter mit Musik, die man eben einlegen kann. Leider, glaube ich, habe ich keinen CD-Player mehr. Ich könnte sie nur in den DVD-Player packen. Aber mal sehen. Ich freue mich darauf, da immer mal hineinzuschauen. Es ist eben für mich kein reguläres Buch, das man liest, sondern man schaut sich natürlich vorwiegend auch die Bilder an. Und natürlich gibt es hier Erklärungen, aber wie sollte ich dieses Buch als gelesen werden oder nicht? Also das funktioniert nicht und ich fand es toll. Also das Buch ist wirklich in einem sehr guten Zustand. Ja, man sieht dem Buch an, dass es, glaube ich, schon 20 Jahre alt ist. Gar keine Frage. Ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, müsste das auf Anfang der 2000er irgendwie gewesen sein, wenn ich irgendwo das gesehen hatte. Aber das ist ja gar nicht weiter dramatisch. Das Buch ist echt toll. Also man sieht natürlich so ein Bildband, der verbraucht sich natürlich nicht so extrem, wenn man da ganz vorsichtig mal drin rumliest. Ich freue mich drauf, da die Bilder zu genießen und die Gedanken dazu und an Infos und bin da sehr, sehr gespannt. Und habe mir dann bei meinem Thalia-Einkauf ohne Gutschein, dank Payback-Punkte, noch ein Buch gekauft, was eben auch nicht für mich als Subbuch zählen kann, weil es geht um 111 Orte im Fichtelgebirge, die man gesehen haben muss. Ich wohne ja in der Nähe des Fichtelgebirges und da hat das einfach gepasst, hat eine liebe Freundin von mir auch schon empfohlen. Und man hat hier eben 111 Orte, egal ob es zum Beispiel das Radquartier ist in Kirchenlammitz, ob wir die Stauferburg uns anschauen in Hohenberg an der Eger, ob wir das Automuseum im Fichtelberg angucken und so weiter, die Scherzenmühle in Weidenberg, das sind auch Orte, die habe ich noch nie gehört. Also freue ich mich zu entdecken. Ist natürlich auch einfach schwierig, es irgendwie auf den Sub zu legen und zu sagen, ich lese es, weil das natürlich kein Buch ist, was man klassisch liest, sondern man am Ende sich einfach mal anschaut, was möchte man sich vielleicht demnächst mal anschauen, in welchen Ort reist man vielleicht, was kann man sich dort dann alles ansehen, dann vielleicht auch irgendwie abstreicht, dass man da schon war. Aber das ist eben kein Buch, was irgendwie klassisch auf dem Sub passt. Deswegen sind diese beiden Bücher jetzt eben nicht auf dem Sub gelandet. Und das waren sie jetzt, die 16 plus 2 Bücher. Ohne Geburtstag wäre es tatsächlich ein bisschen anders ausgesehen. Aber ich bin natürlich super happy über jedes Buch, was auch zum Geburtstag bei mir ankommt. Also wenn man mich mit etwas glücklich machen kann, dann ist es ja definitiv sind es Bücher. Gar keine Frage, oder eben auch Gutscheine. Und dementsprechend habe ich mich sehr über all die Neuzugänge gefreut und bin schon sehr gespannt, wie mir die Bücher, die noch nicht gelesen sind, dann auch gefallen werden. Erzählt mir doch auch mal sehr gerne, was im Januar bei euch eingezogen ist oder was davon vielleicht auch schon ein Highlight war, wenn ihr es direkt weggelesen habt. Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Alle Bücher unten in der Infobox und auch die Teilnahmebedingungen fürs Gewinnspiel findet ihr unten. Schaut da also gerne mal vorbei, wenn ihr mitmachen wollt. Da freue ich mich auf jeden Fall. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit den Neuzugängen des Januar. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.